So, in diesem Video soll es mal um den ersten Schritt in Richtung Differenzierbarkeit in mehrdimensionalen Räumen gehen. Ja, im letzten Video habe ich ja motiviert, worum es hier gehen soll, und jetzt machen wir den ersten Schritt in die richtige Richtung. Und dieser Abschnitt heißt partielle Differenzierbarkeit. Ja, das klingt schon nach einer nur teilweisen Lösung. Und tatsächlich ist es das auch nur. Ja, wir führen also einen Begriff für Differenzierbarkeit ein, den wir nur partiell nennen. Ja, was ist damit gemeint? Also, gemeint ist damit, dass wir die Sache einfach zurückspielen auf Dinge, die wir schon kennen. Das ist natürlich ein Verfahren, was wir aus der Analysis zwei schon häufiger gesehen haben. Sobald wir mehrdimensional sind, gucken wir, wie war es im Eindimensionalen, und dann versuchen wir, das Ganze zu liften ins Mehrdimensionale. Und genau das versuchen wir hier auch. Also die Idee bei beim partiellen Ableiten ist, dass man sich einfach mal sagt: Mensch, die gute alte Differenzierbarkeit, die kennen wir ja schon. Ne? Wenn man genau hier hinschaut, nämlich verfolgen Sie mal diese schwarze Linie hier, dann ist das nichts anderes als ein guter alter Kosinus. Ja, und für den Kosinus kannten wir wunderbarerweise ja schon die Ableitung, haben wir schon alles gemacht und haben wir alles gelernt, wie das funktioniert. Und hier können wir das ja auch, ne? Also wenn wir uns mal nur auf diese schwarze Linie hier konzentrieren, dann würden wir sagen: Oh Mensch, an dieser Stelle, da ist die Tangente ja irgendwie diese Richtung, ja, die ist irgendwie so. Ja, und an dieser Stelle wäre die Tangente ja so. Ja, und da hätten wir und die Steigung dieser Tangenten wäre dann jeweils die Ableitung, die S-Ableitung der Kosinusfunktion an der jeweiligen Stelle. Das Einzige, was jetzt anders ist, dass das Ganze jetzt im R-Quadrat ist, also auf der Ebene definiert ist, und dass wir aber hier uns sozusagen nur eine Linie hier raussuchen, also einen Schnitt entlang der X-Achse, ne? Beziehungsweise wir schauen uns das hier an. Das sind alle, das hier ist die Funktion f, wobei wir sagen, das Ganze ist für den Wert y gleich 0. Hier sind die y-Werte. Also wenn y gleich 0 ist, dann, und wir gucken uns also nur dann die Funktion an, wenn y gleich 0 ist, dann haben wir eben halt tatsächlich einen guten alten Kosinus und wissen ziemlich genau, wie man den ableitet. Ja, aus der Analysis 1. Und wir könnten das Spiel auch andersrum machen, wenn wir hier einfach festhalten, dass x gleich 0 ist, dann sehen wir eben halt hier auch, haben wir hier eine schwarze Linie, einen schwarzen Funktionsgraphen, und auch das ist ein Kosinus, nur dass der eben halt in diese Richtung funktioniert. Und auch da könnten wir Tangenten reinmalen und wüssten, naja, das wären die ganz normalen Tangenten, und könnten diese Ableitung, die Steigung dieser Tangenten also problemlos ausrechnen. So, und das ist die Motivation. Wenn wir das schon können, dann lass uns das auch einfach mal machen. Ja, und das nennen wir erstmal partielle Differenzierbarkeit. Und wir werden irgendwie dann feststellen, das führt uns schon ein bisschen weiter. Das hilft uns auch schon, aber es ist noch nicht genug. Deswegen ist dieser Name eben halt nur partielle Differenzierbarkeit. Aber die Defizite der partiellen Differenzierbarkeit werden wir erst nachher feststellen. Erstmal versuchen wir das Ganze mal zu definieren, und das ist der Sinn und Zweck dieses Videos. Also, die Definition von partieller Differenzierbarkeit ist einfach: Okay, wir gönnen uns einfach eine Funktion f, die sei definiert auf r hoch n. Und sie bildet nur nach r ab. Ja, und tatsächlich ist, das muss f nicht auf ganz r hoch n definiert sein, sondern es reicht, wenn es auf einer Menge, auf einer Teilmenge definiert ist. Und wir wünschen uns, dass diese Teilmenge x, die ist Teilmenge von r hoch n, und die soll offen sein. Ja, offen fordere ich hier, damit wir auf jeden Fall immer sagen können: Für jeden Punkt, der in x ist, ja, jeder Vektor a, der in x ist, der hat eine komplette Epsilon-Umgebung, die auch ebenfalls komplett in x ist. Ja, darum wird es dann irgendwann später gehen, wenn wir gewisse Beweise machen, dass wir nicht am Rand agieren. Also das ist der ganze Sinn und Zweck dieser Einschränkung hier. Wir wollen eben halt diese Differenzierbarkeit, auch die partielle, nicht am Rand diskutieren, sondern nur bitteschön im Inneren der Definitionsmenge. Ja, so, jetzt haben wir also so eine Funktion, die gönnen wir uns. Okay, so ein Beispiel haben wir hier auch gehabt. So, und was machen wir jetzt? Wir sagen, ja, wir haben für jedes j aus 1 bis n, sagen wir, f ist in diesem Punkt a differenzierbar, wenn gilt. So, das ist jetzt schon mal komisch, weil jedes J von 1 bis n, das heißt, wir kommen aus dem R hoch n und bilden nach F ab, nach R ab. Und wieso haben wir jetzt hier irgendwie ein J zur Auswahl? Na, schauen wir uns das hier nochmal an. Hier haben wir eine Funktion von R Quadrat nach R. Da habe ich ja auch zwei Arten und Weisen, wie ich mir hier den Kosinus verschaffen konnte. Einmal habe ich einfach x gleich 0 gesetzt, x gleich 0 gesetzt, oder ich habe y gleich 0 gesetzt. Und je nachdem, welche Variante ich genommen habe, habe ich eine andere Funktion gehabt. Aber es war jeweils immer so ein Kosinus. Ja, das heißt, für jede Dimension können wir uns irgendwie sowas verschaffen.
Ja, und deswegen, weil wir für jede Dimension aus der Definitionsmenge irgendwie sowas machen können, sagen wir mal, okay, wir wählen mal ein J wir wählen uns also quasi eine Dimension aus, in die wir schauen. Ja, und F heißt dann in A nach XJ, das muss man eben halt dazu sagen, nach XJ partiell differenzierbar. Ja, also man muss dazu sagen, in welche Richtung man quasi ableitet, in welche Richtung man schaut. XJ, das ist also die j-te Dimension, deswegen sagt man nach XJ, differenzierbar, wenn gilt. So, was heißt denn das jetzt? Wir wollen diese Funktion anschauen in einem Punkt. Ja, und dann in eine nach XJ partiell differenzieren. So, wenn ich mir also das hier anschaue, diesen Punkt hier, den da. Ja, da gibt es hier irgendwo, kann ich jetzt dieses schön hinmalen, ich nehme einen anderen Punkt, ach Moment, ich nehme mal diesen Punkt hier. Ich gönne mir diesen Punkt. So, und jetzt will ich mir, dann gucke ich mir den Funktionswert an, das ist hier. Und wenn ich jetzt in eine bestimmte Richtung gucken will, in diese Richtung, das ist die x-Richtung, das heißt ich, oder ich könnte auch sagen x1, dann geht es ja um diese Tangente hier. Ja, und wenn ich jetzt diese Tangente ausrechnen will, muss ich mir ja quasi genau diesen Schnitt hier anschauen, diese Schnittkante, den Funktionsverlauf von dieser Schnittkante, die muss ich mir anschauen. Und die muss ich mir verschaffen. Das heißt, das erste Problem der Definition ist, dass ich mir diese Funktion verschaffe, die eben halt genau durch diesen Punkt geht und in Richtung der Dimension arbeitet, in die ich mir gerade ausgewählt habe. Hier, das ist halt die Richtung x1 und hier, das ist die Richtung x2. Manchmal sagt man auch, das ist Richtung x und das ist Richtung y. Namen sind Schall und Rauch. In dieser Definition verwende ich eben halt xj. So, also jetzt muss ich mir diese Funktion verschaffen. Diese Funktion nenne ich einfach gj von t. Und wie ist die gebaut? Die ist gar nicht so schwer. Das ist einfach f. Ja, und jetzt stecke ich in diese Funktion gj einfach nur ein t rein. Weil mein Ziel ist, dass diese Funktion gj einfach nur eine Funktion von r nach r ist. Ja? Und diese Funktion soll eben halt so sein, dass sie von r nach r geht, weil dort habe ich einen ganz normalen Differenzierbarkeitsbegriff. Ja? Und wenn ich die jetzt also dann nehme, diese Funktion gj von t, dann muss ich also irgendwo in f, also den Wert t, reinstecken. Ja, und die Frage ist, was muss ich noch für Werte reinstecken? Und die Antwort ist gar nicht schwer. Das ist einfach, alle anderen Werte hole ich aus diesem Vektor A. Der Vektor A, nur so zur Erklärung, besteht natürlich aus den Werten A1 bis A groß N. So, und dann hier stecke ich also alle rein, alle Werte, die eben halt aus diesem Vektor kommen. Nur den J, den ersetze ich eben halt durch die Zahl T. Das heißt, hier ist aj minus 1, da geht es weiter mit aj plus 1 und dann gehe ich weiter bis a groß n. So, also das Entscheidende ist, im Prinzip stecke ich hier den Vektor a rein, nur an der Stelle aj ersetze ich die Variable t. Ja, und was ich dann bekomme, ist dann nichts anderes als, dass ich genau diese Funktion habe, die an dieser Schnittkante hier funktioniert. Und dann interessiere ich mich ja genau für diesen Punkt, was ist los an dieser Stelle, wenn ich da den Wert von aj reinstecke. Ja, für t. Ja, wenn also t genau aj ist, dann stecke ich hier genau den Vektor a rein. So, das ist die Art und Weise, wie diese partielle Differenzierbarkeit definiert ist. Ja, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden. Wenn Sie jetzt genau aufgepasst haben, könnte man sagen, Moment mal, das ist ja gar nicht ganz auf ganz r definiert, sondern nur auf den Teil, der eben halt, wo diese Funktion überhaupt definiert ist, wo f definiert ist, ja, wenn man das entsprechend einschränkt. Ja, also das muss man entsprechend einschränken. Ja, aber das spare ich mir mal, das jetzt hinzuschreiben. Es geht ja nur darum, dass wir an der Stelle aj diese Ableitung ausrechnen können. Und das können wir ja, weil wir auf jeden Fall wissen, denn a ist ja in x, x ist offen. Das heißt, es gibt eine komplette Epsilon-Umgebung um diesen Punkt a herum, wo diese Funktion komplett definiert ist. Das heißt, wir haben hier auf jeden Fall auch eine vernünftig definierte Funktion gj, die ist vielleicht nicht ganz auf r definiert, aber auf jeden Fall so, dass sie in aj definiert ist und auf eine Epsilon-Umgebung um aj herum ebenfalls. So, das war ein technischer Kram, den müssen wir manchmal erledigen. Was wir auf jeden Fall mitnehmen müssen, ist auch eine Schreibweise. Die gibt es und die ist durchaus besonders.
Die Schreibweise für genau diese Ableitung ist wie folgt. Die sieht so aus. Das ist so ein Partialsymbol, D, und dann schreibt man hier F hin, weil das ist die Funktion, die wir ja ableiten. Und dann kommt der Bruchstrich und dann schreiben wir ebenfalls das Partialsymbol D, X, J. Lesen wir das df nach dxj, ja, und dann muss man auch irgendwo den Punkt angeben, wo man das tut. Das ist natürlich hier der Vektor a. So, und das ist also das Symbol für die Ableitung, die man bekommt von gj an der Stelle aj. Und das schreiben wir hin. Das ist also definiert als die Ableitung von gj, ja, abgeleitet an der Stelle aj. So ist das definiert, ja, und es ist genau das, was wir eigentlich haben wollen. Also df nach dxj an der Stelle a ist, wenn wir jetzt also mal hier diesen Punkt nehmen, ja, und wir überlegen uns, was ist denn, wenn das also mein a ist, das ist jetzt mit blau nicht so schön, komm, so viel Zeit muss sein, mache ich das mal in hellblau, das sieht man wenigstens, aj, a, so, wenn das mein a ist, dann ist natürlich jetzt also df nach dx, jetzt nehme ich also dieses x an der Stelle a, also irgendeine Steigung. Und welche Steigung ist das? Das ist die Steigung, die ich hier erlebe. Dann mache ich mal sowas hin. Das ist also diese Steigung. Ja, das ist das. Und ich gönne mir noch eine andere Steigung. Das ist also die andere Steigung, gibt es auch, die eben halt in Richtung x, y. So, y, das ist diese Steigung, die ich da erlebe. Das ist eben mal df nach dy an der Stelle a. Also derselbe Punkt, nur in andere Richtung. Hier habe ich jetzt x und y verwendet. Ja, wenn Sie in die Definition schauen, dann steht dort xj, ja, und die J, diese xj werden durchnummeriert von 1 bis n. Da dürfen Sie sich jetzt irgendwie keinen großen Kopf machen. Der Name, der hier unten steht, ist einfach die Variable, nach der sozusagen die Richtung vorgibt, in die wir schauen. Ja, also y ist immer die Richtung, in die wir schauen. Ja, hier schauen wir in y-Richtung, da schauen wir in x-Richtung, deswegen df nach dx bzw. df nach dy. Und wenn man die Richtung anders benennt, x1, x2, x3, dann eben halt df nach dx1 oder df nach dx2 und so weiter und so weiter. Also da sind Namen schon drauf, darf man sich keinen großen Kopf machen, das ist nicht so schlimm. So, ich hoffe, es hat geholfen, erstmal die Definition von Differenzierbarkeit zu verstehen. Ich werde noch andere Videos machen, die das nochmal an Beispielen erklären, wie man dann diese Ableitung ausrechnet, insbesondere zum Beispiel auch für diese. Ja, da ist es durchaus kompliziert, aber das werden wir verstehen, wie man das macht, und das ist aber gar nicht schwer.